Der Mensch lernt und verlernt, solange er lebt. Wir denken jedoch im Zusammenhang mit Lernen im Wesentlichen nur an Schule und Hochschule und nicht an das lebenslange Lernen. Die Unterscheidung der Lernwelten, das ist Gegenstand dieses Videos. Formales Lernen, nicht formales Lernen und informelles Lernen, das gehört zu den Lernwelten, die in dieser vereinfachten Darstellung hier im zweiten Video bearbeitet werden. Dazu gibt es auch eine schriftliche Ausarbeitung mit weiteren Informationen. Die finden Sie im Link in der Beschreibung zu diesem Video unten. Was will ich hiermit sagen? Wir müssen natürlich erstmal sehen, wo wird gelernt. Wir fangen eigentlich schon mit der Geburt an, vielleicht sogar schon im ersten Lebensjahr mit einem Volkshochschulkurs, Babyschwimmen für ja, Babys. Aber das Wichtigste, was eben in der ersten Zeit unseres Lebens stattfindet, ist das Erlernen der Muttersprache. Da kann man sagen, das ist informelles Lernen, das lernen wir so nebenbei, das ist nicht strukturiert, das ergibt sich eben aus unseren Bedürfnissen und aus dem Bedürfnis unserer Eltern, mit uns Kontakt aufzunehmen, um uns zu beruhigen oder was auch immer. Jedenfalls lernen wir der Sprache und das ist natürlich für unsere weitere Lebenssituation natürlich eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Aber schon nach wenigen Jahren, vielleicht schon im zweiten oder dritten Jahr, dann kommen wir in eine Kindertageseinrichtung, sei es eine Krippe, Kindergarten. Und da wird dann auch schon planvoll vorgegangen. Es gibt Rahmenpläne oder irgendwelche Wochenpläne. Das wird dann noch mehr gesteuert in der Grundschule. Da muss man ja in bestimmten Jahren bestimmtes erreichen. Setzt sich fort in Sekundarstufe 1 und 2. Vielleicht statt der Sekundarstufe 2 auch schon eine duale Berufsausbildung. Das alles, das ist das formale Lernen, was hier in dieser Fläche, die hier bei 0 beginnt und bei 70 aufhört, aber ich habe es nur da aufgehört, man kann durchaus lebenslang auch lernen, wenn man über 100 wird und bis zum Ende eben noch aktiv sein möchte. Diese Skala zeigt das, was wir hier mit formalem Lernen an Schule oder Hochschule haben, das deckt aber nur einen ganz kleinen Teil ab. Wenn man jetzt diese grüne Fläche darunter nimmt, was das nicht formale Lernen abdeckt, dann findet man, dass das eigentlich die längste Zeit ist. Und wenn man, wie ich, hier schon in der Skala ziemlich weit unten angekommen ist, bei 67, da sagt man, das, was ich da nach der Schule gelernt habe, das war für mein heutiges Einkommen viel wichtiger als das, was in der Schule war. Natürlich müssen wir lesen, schreiben, rechnen lernen, aber das, was danach kommt, das ist deshalb nötig, weil sich die Zeiten so schnell ändern. Als ich Schüler war, da gab es noch keine digitale Bildung. Aber mein Berufsleben habe ich nach dem Studium praktisch ausschließlich damit verbracht. Und das war, was ich mir da angeeignet habe, alles im Bereich nicht formalem Lernen anzusiedeln. Das, was nicht formales Lernen eben ausmacht, ist, dass es außerhalb dieses grauen Bereiches, der hier die formale Bildung abdeckt, stattfindet. Beim nicht formalen Lernen haben wir nicht solche Randbedingungen, dass alles reguliert ist durch Kultusministerien oder irgendwelche anderen staatlichen Einrichtungen. Wir können das, was hier als nicht formales Lernen läuft, das können wir selbst gestalten. Jeder von uns, der Know-how hat und meint, dass er damit anderen hilfreich sein kann und vielleicht auch sein Geld damit verdienen kann, der kann das tun. Das ist also ein sehr wichtiger Punkt, aber das findet heute nur in sehr geringem Maße statt. Denken wir an die Volkshochschulen oder denken wir an die Lern- oder die Weiterbildungsmöglichkeiten an den Kammern, Industrie- und Handelskammer oder Handwerkskammer. Und dann ist natürlich auch noch das, was hier informelles Lernen beschrieben ist, sehr wichtig. Lernen in alltäglichen Lebenssituationen oder gecoacht werden, dass wir da mit besser klarkommen mit den Anforderungen, die uns umgeben.
Das nicht formale und informelle Lernen nimmt in unserem Leben viel längere Zeit ein als das formale Lernen an der Schule. Und das gilt es hier durch Angebote zu unterstützen. Die Plattform, die ich dann im nächsten Video beschreiben will, die soll dem Rechnung tragen. Schreibt euer Feedback in die Kommentare zum Video oder wenn ihr da nicht angemeldet seid, dann geht auch eine E-Mail an die hier eingeblendete Adresse. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst auf meinem Kanal.